Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Kick Tipp Video. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es endlich mal wieder die dritte Liga. War ja in den letzten Wochen aus zeittechnischen Gründen nicht möglich zu machen, aber getippt habe ich auf jeden Fall trotzdem und ich bin auf dem dritten Platz am Ende. Ich weiß gar nicht, wie ich davor so dagestanden bin. Beim letzten Mal, bei den letzten Aufnahmen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieltag das war, so lang war es her. Hier also nochmal meine Tipps vom 33. Spieltag schon in der dritten Liga, da gibt es ja 38 Spieltage. Also es ist also Endspurt, ganz klar in allen drei Ligen. Und auch in der dritten Liga, da ist es auch noch ziemlich interessant. Vor allem im Abstiegskampf, da kämpfen eigentlich noch die letzten 7, 8 Teams noch um den Klassenerhalt. Das ist da auch ziemlich spannend unten. Auch oben geht es zur Sache, Osnabrück eigentlich schon safe durch fast, also safe noch nicht, aber da müsste schon viel passieren, dass am Ende Osnabrück nicht aufsteigt. Die haben auch schon ein bisschen Vorsprung. Aber dahinter alles eng. Karlsruhe ist dahinter genauso wie Halle oder auch wie in Wiesbaden. Ja, also es bleibt spannend. Oben und unten auch im Mittelfeld 10 Punkte geholt. Ja, die Tordifferenz zwischen Halle und Meppen hatte ich richtig. Aalen gegen Lotte komplett richtig, das 1:2. Und dann noch 2 weitere Punkte geholt. So sieht es also aus, 16 Punkte, Platz 3, bin ich auf jeden Fall mehr als zufrieden. Wir machen auch hier Tippabgabe mit Spielinfos. VfL Osnabrück gegen den VfL Aalen, der erste gegen den letzten. Dürfte eine klare Sache werden. Wenn man auch sieht, Osnabrück die letzten 5 Spiele gewonnen. Gegen Jena, Kaiserslautern, Lotte, Braunschweig und Uerdingen. Bei Aalen, ja, gegen Kaiserslautern zumindest gewonnen, über ein bisschen überraschend. Dann gab es 3 Unentschieden und eine Niederlage. Also hier denke ich, dass das eine klare Sache wird für Osnabrück 2:0. Dann Preußminster gegen Sonnenhof Kusasbach, Platz 7 gegen Platz 15. Ja, Kusasbach kämpft um jeden Punkt für den Klassenerhalt und Preußminster, ja, könnte mit dem Sieg wieder ein bisschen weiter raufrutschen und eventuell dann noch um den Relegationsplatz mitspielen für die zweite Liga, aber ich denke, dass Preußenminster auch nichts mehr zu tun hat mit dem Aufstieg. Also ich denke, die werden im Mittelfeld bleiben. Aber wenn man da auch mal auf die Tabelle schaut, im Mittelfeld ist es sehr eng. Ja, da kann so viel noch passieren. Preußenminster zuletzt ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage die letzten 3 Spiele. Also immer ziemlich durchwachsen. Dann Kusasbach, zuletzt ein Sieg gegen 1860 München, dann Unentschieden gegen Braunschweig und auch eine Niederlage gegen Meppen. Also die sind auch relativ durchwachsen, beide Teams. Ja, schwierig. Schwierig zu tippen, ganz klar. Ich gehe hier auf ein 1:1 Unentschieden am Ende. Dann Karlsruhe SC gegen den SV Meppen. Herr Karlsruhe im letzten Spiel nicht über 0:0 hinausgekommen gegen Würzburg. Aber man sieht die letzten Spiele waren ja auch wieder hier durchwachsen. Sieht man 4:0 gegen Unterhaching gewonnen, das war eine starke Leistung, davor aber verloren gegen Wiesbaden mit 2:0. Da ist man kurze Zeit sogar auf den dritten Platz zurückgefallen. Ja, Meppen verloren gegen Halle, kann man mal machen. Dann Unentschieden gegen Münster, dann Sieg gegen Kusasbach und Niederlage gegen 1860. Also auch ein bisschen durchwachsen. Aber ich denke, Karlsruhe wird sich durchsetzen am Ende. Es wird zwar knapp werden, aber Karlsruhe schafft es mit 2:1 zu Hause. Dann der FSV Zwickau gegen Würzburg Kickers, Platz 11 gegen Platz 6. Ja, die Würzburger haben auch vielleicht ein bisschen die Hoffnung, da oben mal noch anzuklopfen am dritten Platz, aber dafür muss ein Sieg her gegen Zwickau, die allerdings in den letzten Spielen 2 Siege eingefahren haben, in den letzten 4 Spielen sogar 3 Siege. Gegen Cottbus 2:1 gewonnen, gegen Wiesbaden 2:1 gewonnen und auswärts in Unterhaching gewonnen. Inzwischen eine Niederlage in Rostock und Unentschieden gegen Aalen. Bei Würzburg an 0 und gegen KSC ist auf jeden Fall gut davor. Gegen Halle verloren, gegen Münster gewonnen, gegen Kusasbach verloren und gegen 1860 gewonnen. Also auch hier durchwachsen. Ja, also irgendwie ist das so in der dritten Liga. Die meisten Teams, da ist jeden Spieler alles drin. Die haben nicht eine wirkliche Siegesserie oder eine Niederlagenserie, sondern ja, da geht es halt rauf und runter. Ja, Zwickau gegen Würzburg, da können eigentlich beide gewinnen. Kann aber auch ein Unentschieden werden, das ist schwierig. Ich gehe hier allerdings auf Würzburg. 2:1 Auswärtssieg.
Das 0-0 gegen HSV dürfte sie so ein bisschen pushen. Dann Fortuna Köln gegen Unterhaching. Ja, bei Unterhaching läuft es momentan überhaupt nicht mehr. Vom Aufstiegsaspiranten zum Abstiegsaspiranten. Platz 13 aktuell, also ja, Fortuna Köln kämpft wirklich mit Glasner Platz 17, das ist, bedeutet der Abstieg. Zum ersten Mal in dieser Saison davor sind nur die letzten drei abgestiegen in der Liga, aber diese Saison die letzten vier. Also Fortuna Köln braucht auf jeden Fall Punkte, Unterhaching auch. Fortuna Köln 0 zu 3 verloren gegen Wiesbaden, 3 zu 4 gegen Cottbus, das war auch so ein bisschen ein Spiel, weil Cottbus steht nämlich auch da unten drin. Gegen Rostock und Unentschieden, gegen Aalen Unentschieden, gegen Uerdingen Unentschieden, also ziemlich viele Unentschieden. Fortuna Köln drin, auch gegen Osnabrück dann. Ja, Siege gibt es nur selten, wie in 2-1 gegen Lotte, aber trotzdem, ja, die Unentschieden, die machen den Kellerkindern so ein bisschen zu schaffen. Unterhaching, ja, die letzten Spiele nicht mal ein Tor geschossen. Wenn man hier sieht, die haben kein einziges Tor mehr gemacht. Was ist da los? Das sind wirklich viele Spiele. Das sind 8 Spiele. In den letzten 8 Spielen kein einziges Mal getroffen. Zumindest noch dreimal unentschieden geholt. Also, das sieht man schon. Es ist eng. Es ist wirklich Angriff und Tachen. Ich weiß nicht, was da los sein soll. Deshalb gibt es gegen Fortuna Köln auch eine 1 zu 0 Niederlage. Und ja, und Tachen rutscht auch nochmal rein in den Abstiegskampf. Dann Hallescher FC gegen 1860 München. Ja, Halle ist auf Platz 4. Die wollen auf jeden Fall aufsteigen. Wollen nach Richtung Relegationsplatz gehen mit einem Sieg. Ist das auf jeden Fall drin gegen 1860? Ja, 1860, die haben sich ja ziemlich gut raufgekämpft von der Abstiegszone, aber dann die letzten beiden Spiele ein bisschen geschwächelt, 2x1-0 verloren. So schlecht hat man jetzt auch nicht gespielt. Die Leistung war schon okay, aber man hat in den, ja, Situationen halt nicht immer so viel Glück gehabt auch. Das wird sich, denke ich, auch fortsetzen. 3 zu 1 für Halle. Dann Carl Zeiss Jena gegen Wien Wiesbaden. Ja, Jena kämpft auch um den Abstieg. 19. Da sind sie aktuell. Zuletzt aber gelang 2 Siege und ein Unentschieden. Also seit 3 Spieltagen, seit 4 sogar, seit 4 Spieltagen ungeschlagen. So ist es richtig. Gegen Wiesbaden. Ja, schwierig, weil Wien Wiesbaden will auf jeden Fall auch aufsteigen, ganz klar. Man sieht hier, mit dem Sieg und mit dem Unentschieden vom Karlsruhe könnten sie wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz landen. Und ich denke auch, Wiesbaden ist einfach zu stark für Jena. Ein 3 zu 1 Auswärtssieg. Dann 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock. Platz 8 gegen Platz 5. Ja, für Hansa Rostock ist beim Sieg auf jeden Fall vielleicht noch etwas drinnen. Kaiserslautern, ja, denke ich, werden nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Die sind ja auf Platz 8. Wir können hier auch mal die Punkte ansehen. 45 Punkte. Nein, die werden nichts mehr zu tun haben mit dem Aufstieg, ganz klar. Also für Kaiserslautern ist die Saison gelaufen. Die haben nichts mehr mit dem Aufstieg und nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Aber das Ziel war, glaube ich, bei Kaiserslautern sogar direkt der Wiederaufstieg. Haben sie aber leider nicht geschafft. Gegen Rostock gibt es zumindest einen 1 zu 0 Heimerfolg. Dann Sport von der Lotte gegen Energie Cottbus. Ja, Lotte kämpft auch noch um Klassenerhalt. 14. gegen 18. auch Cottbus. Also auch so ein bisschen richtungsweises Duell, falls Lotte das gewinnt. Ja, sind sie noch nicht safe, weil unten alles eng ist. Wenn Lotte das gewinnt, haben sie 42 Punkte. Dann sind sie noch nicht sicher gehettet. Dann bräuchten sie noch einen Sieg. Also, Lotte bräuchten noch 2 Siege. Cottbus braucht dringend einen Sieg. Ich gehe hier auf ein hart umkämpftes Spiel. Am Ende wird es ein 2 zu 2. Und dann das letzte Spiel. KFC Uerdingen gegen Eintracht Braunschweig. Uerdingen auf Platz 10. Die Rückrunde auch nicht sonderlich gut gespielt. Gab mal einen Sieg gegen Lotte, aber ansonsten war auch nichts selber heißt so dabei. Ein paar Unentschieden, aber auch viele Niederlagen gegen Zwickau, gegen Karlsruhe, gegen Halle. Ja, also. Die Huren ist bei Uerdingen noch nicht so gut, aber Braunschweig hat sich so ein bisschen noch zurückgekämpft. Die waren ja auch schon ziemlich abgeschlagen. Und stehen somit knapp über dem Strich mit 37 Punkten, aber das heißt natürlich noch gar nichts. Gegen Uerdingen, für die es um auch nicht mehr viel geht. Also wenn sie jetzt alle Spiele verlieren, dann können sie auch noch unten reinrutschen, aber das glaube ich auch nicht. Ja, für Braunschweig geht es auch schwierig.
Ich denke aber, Braunschweig gewinnt das mit 2 zu 1 gegen Uerdingen durch eine starke kämpferische Leistung. Und somit lese ich nochmal alle meine Tipps vor für den 34. Spieltag. Osnabrück Aalen 2 zu 0, Münster Kues-Asbach 1 zu 1, Karlsruhe Meppen 2 zu 1, Zwickau gegen Würzburg 1 zu 2, Fortuna Köln unter Haching 1 zu 0, Halle gegen 1860 München 3 zu 1, Jena Wiesbaden 1 zu 3, Kassel-Lautern-Horstzug 1 zu 0, Lotte gegen Cottbus 2 zu 2 und Uerdingen im Braunschweig 1 zu 2. Das also meine Tipps für den 34. Spieltag der dritten Liga, der ja erst am Samstag startet. Am Freitag sind keine Spiele, wahrscheinlich wegen Karfreitag. Aber dann kann ich es eigentlich auch nicht verstehen, warum man dann Ostersonntag auch spielt. Ist ja genauso ein Feiertag. Aber ist auf jeden Fall egal. Wenigstens zu Ostern auch ein bisschen Fußball, ganz klar. Kann nie schaden. Und somit bis zum nächsten Mal. Und ciao.